107,3 Meisterwerke. Der Blickpunkt Kultur auf Radio Stephansdom. Heute: Yvette Guilbert singt Lingerlingerlou von Henri de Toulouse-Lautrec. Dr. Evelyn Benisch, stellvertretende Direktorin des Bank Austria Kunstforums und Kuratorin der Ausstellung Henri de Toulouse-Lautrec, der Weg in die Moderne, spricht über eines der Hauptwerke dieser Ausstellung. Toulouse-Lautrec zeigt uns die berühmte Sängerin in einer suggestiven Haltung. Das Kinn auf die verschränkten, behandschuhten Arme gestützt, trällert sie vor sich hin. Yvette Guilbert, geboren als Emma Laure Esther Guilbert, war zweifellos einer der größten Stars des Montmartre. Bevor sie am Théâtre des Bouffes du Nord und am Théâtre des Variétés auftrat, hatte sie als Schneiderin und Mannequin gearbeitet. Berühmt wurde die Guilbert dann ab etwa 1890 mit ihren Chansons am Moulin Rouge und am Divan Japonais, als sie mit Ironie und kristallener Diktion Unaussprechliches zum Besten gab. Es heißt, Toulouse-Lautrec wurde auf Yvette Guilbert wegen ihrer schwarzen, bis über die Ellbogen reichenden Handschuhe, ihr Markenzeichen, aufmerksam. Sie befreundeten sich und er verewigte die schlanke, rothaarige Diseuse mit den Samthandschuhen immer wieder. So widmete er auch zwei Alben, in denen er mit bissigem Stift ihre Physiognomie mit der charakteristischen Nase ins Karikaturhafte überzeichnet, was die Sängerin dazu veranlasste, ihn zu bitten: Um Himmels Willen, machen Sie mich nicht so furchtbar hässlich. Etwas weniger. Nicht alle sehen darin nur das Künstlerische. 107,3 Meisterwerke. Der Blickpunkt Kultur auf Radio Stephansdom. Sind Sie neugierig geworden? Dieses und viele andere Meisterwerke erwarten Sie in der Ausstellung Henri de Toulouse-Lautrec – Der Weg in die Moderne bis 25. Jänner 2015 im Bank Austria Kunstforum. www.bankaustria-kunstforum.at